Ein paar Holzscheite. Anzünden und schon wird es wohlig warm. Gerade jetzt, wo die Abende noch richtig kalt sein können, möchte Michael Dietz auf seinen Kachelofen nicht verzichten müssen. Doch genau hier lauert eine Gefahr: Feinstaub. Das zumindest sagen die Forscher Konrad Müller und Hartmut Herrmann vom Leibniz-Institut in Leipzig. Ja, der Propeller durch die Holzverbrennung ist ein Problem, so dass wir zwar das Holz verbrennen, was klimaneutral ist, von daher ist es gut, aber wir produzieren gesundheitsschädliche Schadstoffe und beeinträchtigen damit unsere Gesundheit. Durch Feinstaub aus mittlerweile rund 15 Millionen Holzöfen. Der Grund? Die Wärmeerzeugung mit Holz ist heute günstiger als mit Öl oder Gas. Dazu kommt der Gemütlichkeitsfaktor. Aber gerade ältere Modelle sind wahre Feinstaubschleudern. Doch was genau ist Feinstaub? Als Feinstaub gelten Partikel mit einem Durchmesser bis 10 Mikrometer, weniger als ein Zehntel eines menschlichen Haares. Manche sind sogar mehr als 100 Mal kleiner, zum Beispiel ultrafeine Dieselrußpartikel, die durch Pkw erzeugt werden. Das Problem? Durch ihre geringe Größe gelangen sie tief in die Atemwege. Nahezu problemlos überwinden sie die natürlichen Filter wie Nase und Rachen. Sie können, neben schweren Entzündungen, unter anderem auch Lungenkrebs auslösen. Manche erreichen sogar den Blutkreislauf. Neben der Industrie und Landwirtschaft galten Autos lange als Haupterzeuger von Feinstaub. An einigen Orten konnte die Belastung bereits reduziert werden, durch die Einführung von Umweltzonen. Aber die über 15 Millionen Öfen in Deutschland produzieren schon heute mehr Feinstaub, als durch Auspuffgase unserer Autos erzeugt wird. Auch deshalb hat Konrad Müller zusammen mit seinen Kollegen hier mitten in Leipzig eine Wohnung angemietet. Sein Ziel? Feinstaub dort sammeln, wo er entsteht. Auch den aus Holzöfen, die gerade jetzt in den Wintermonaten vermehrt betrieben werden. Für den Diplomchemiker ist das Problem klar. Viele alte Öfen verbrennen das Holz noch unvollständig, weil eben Sauerstoffmangel stattfinden kann und deshalb viele organische Verbindungen unverbrannt oder nur teilweise oxidiert in die Atmosphäre entlassen werden. Der Grund dafür? Die Bauform der alten Öfen. Die Folge? Eine vielfach zu kalte, damit unvollständige Verbrennung. Und anschließend? Feinstaub in der Luft. Angekommen am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. Die Frage nun, was genau enthält der Feinstaub aus der Innenstadt? In dem sogenannten Impaktor wurden die Partikel bereits nach Größe sortiert. Die großen stammen vom normalen Straßenstaub und sind vergleichsweise harmlos. Bekannt ist, die Feinstaubpartikel, die bei der Verbrennung von Holz freigesetzt werden, sind extrem klein. Dann wird eine einzelne Probe für den Einsatz im sogenannten Gaschromatographen aufbereitet. Konrad Müller vermutet in der Probe gesundheitsgefährdende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAKs. Und tatsächlich, die Messdaten geben ihm recht. PAKs sind sehr gefährlich. Das sind also Schadstoffe, die krebserregend, aber nicht nur das, sondern auch erbgutverändernd wirken können. Generationen nach uns könnten noch die Folgen tragen, denn PAKs verseuchen die Luft, den Boden, das Grundwasser. Erzeugt werden sie unter anderem durch unsere alten Öfen. Aus diesem Grund wurde vor über 4 Jahren ein neuer Feinstaubgrenzwert auf Bundesebene festgelegt. Seit Ende der Übergangsfrist am 1. Januar 2015 müssen viele alte Öfen nun nachgerüstet oder stillgelegt werden. Denn der Feinstaubausstoß von Holzfeuerstätten muss extrem sinken. Von einem derzeit erlaubten Höchstwert von 150 auf 40 Milligramm. In Deutschland muss nun schätzungsweise jeder 6. Ofen ausgetauscht oder mit einem Filter versehen werden. Der Schornsteinfeger eröffnet Michael Dietz, dass sein Ofen nicht nachzurüsten ist. Nach über 40 Jahren muss er nun raus.
Die Kosten für einen neuen 4.500 Euro inklusive Einbau. Trotzdem Einsicht beim Besitzer. Das ist die Frage, was mit dem Feinstaub ist. Ich denke, um den zu verringern, sollte jeder seins dazu tun, sei es mit neuen Öfen oder mit anderen Sachen. Holzanzünder sollten zum Beispiel immer auf dem Holz angezündet werden, nicht wie meist darunter. Und oftmals wird viel zu viel Holz in den Ofen gepackt. Wenn Sie zu viel Holz drauflegen, passiert Folgendes. Der Ofen wird einfach überlastet. Der Ofen kann halt diese Holzgasmenge, die dann entsteht, sag ich mal, bei der Verbrennung, gar nicht mehr ausbrennen. Und es wird halt zu Staub führen, der einfach über den Schornstein dann nach außen in die Umwelt treibt. Der Tipp vom Experten: Üben mit einer Küchenwaage. Die Bedienungsanleitung verrät, wie viel Kilo Holz der Ofen verträgt. Obendrein spart das bares Geld. Und nicht zu früh nachlegen. So lange warten, bis nur noch Glut vorhanden ist. So qualmt der Ofen nicht beim Öffnen und der Feinstaub gelangt nicht ins Wohnzimmer.